Alle React-Abteilungen verordnen Übergriffsprotokolle für die Sicherheit der Mitarbeiter. Ballungsbereiche der Parasitenaktivität nennt man Krisengebiete. React dämmt sie in drei Subzonen ein, getrennt durch Luftschleusen. Operator schließen dann im sichersten Bereich Ziele ab und sammeln Infos. Mit jeder Luftschleuse steigt die Parasitenaktivität gemäß der React-Direktive gegen Gefahrenausbreitung. Operator können immer den Evakuierungspunkt nutzen, um R&D neue Infos zu geben. Allerdings werden die Infos im Verlauf stetig besser. Das Parasitenökosystem reagiert auf Eingriffe. Ab einem bestimmten Punkt entfesselt es einen massiven AKE-Angriff auf die Bedrohung. Ein Sicherheitsprotokoll tritt in Kraft, wenn keine Evakuierungsplattform helfen kann. Evakuiert rechtzeitig. Operator, die nicht evakuieren oder aus anderen Gründen zurückbleiben, gelten als vermisst. Ein Stase-Gerät wird bei Vermissten aktiviert zum Schutz vor den Parasiten. Der nächste im Krisengebiet eingesetzte Trupp kann eine Rettung versuchen. React tut alles, um unsere Leute nach Hause zu bringen. So Leute, damit mal wieder ein herzliches Willkommen. Willkommen. Weil wie gewohnt, naja, bei so einem Coop-Game oder sonst was muss ich da schon mal meinen Standardabschied dazu holen. Klar. Na oder? Klar. Because was sonst? Da wird schon gegenseitig einmal rasiert, wie ein Stich, für einen Stich, wie beim Buff, für wie... Das geht ja jetzt schon wieder gut. Aber das ist wirklich so, oder? In Wien kannst du wirklich, wenn du impfen gehst, kannst du ins Buff gehen und kriegst einen Rabatt zum Ficken. Ja, ehrlich? So ist Wien. Hast du es schon ausprobiert? Nein, aber... Also wenn ich so frage, Massage ohne Happy Ending, da geht einmal gar nichts. Also geht nicht in die Massage. Es müsste wenn dann schon Happy Ending dabei sein. Boah, kennst du das Video? Macht's ja kein Sinn. Sad Ending. Dieses Meme. Boah. Mit Sad Ending. Mit dem Hund. Das Kind weint. Jetzt geh in die Rassistenschiene. Aber ich kenne diesen kleinen schwarzen Jungen, der was dann erstes so tut, so schreit so und dann tanzt. Das ist urgeil. Das boah, ist war geil. Family Guy letztens, ne? Ich guck das so, aus dem Nichts sehe ich ihn so, hat einen rassistischen Witz, ist irgendein Schwarzer, der rennt, der fliegt auf die Fresse und das hat der Griffin auch mal. In diesem und er hat einfach so jetzt driftet es komplett falsch ab. Aber es gibt sogar noch so ein Meme-Video, wo's, das sind so diese typischen Videos. Das machen schon urviele, aber manche machen das richtig, richtig gut. So eine Woche in Australien, zwei Wochen in Australien, drei Wochen oder vier Monate, ein ganzes Jahr in Australien. Und macht einfach nur so. So genial. Aber ich bin allgemein gespannt. Es schaut schon mal richtig geil aus. Operator-mäßig ja, stimmt. Top. Da kann man wirklich nichts sagen. Man hat wirklich eine schöne Auswahl. Ja, ich würde jetzt vielleicht sogar in die Richtung gehen, dass vielleicht sogar fast jeder 1:1 kopiert worden ist. Aber es wirkt schon mal. Das stimmt auch, es wirkt schon mal trotzdem für einen Anfang an, sagen wir jetzt einmal, herst, scheiß drauf. Es ist ja sowieso in das gleiche Universum. Wieso nimmt man es dann nicht auch einfach? Verstehe ich. Man macht sich ein bisschen die Arbeit leichter, damit man andere Sachen dafür besser machen kann. Aber was schade finde, dass keine besonderen Charaktere gibt, sondern alle nur halt mit anderen Waffen halt. Ja, oder, genau. Ja, verstehe ich. Kann ich definitiv nachvollziehen. Was hast du zum Beispiel genommen bei den Geräten? Würde mich jetzt voller Wäsche interessieren. Geräte? Also meinst du jetzt Waffen? Achso, ich weiß nicht. Es gibt ja die Sparte Geräte. Ich habe Körperpanzerung genommen. Ja, damit ich natürlich nur. Genau, weil die dann hat nur 100 Leben. Scan-Mine. Ja, weißt du was ich, dann werde ich mal als allererstes mal die Scan-Mine nehmen.
Scan Mine? Ja. Okay. Weil gerade so, weil ich so, ich habe mal so ungefähr so ein Vorschau-Video, habe ich mal so, was ist so testmäßig. Ist das Spiel jetzt eine Komplettkatastrophe oder ist es nicht? Und ich habe halt gehört gehabt, dass es halt relativ gut auf Coop angelehnt ist. Gerade wenn man es vielleicht sogar zu zweit spielt. Und da hätte ich mir gedacht, vielleicht sogar mal als allererstes die Scan-Mine, wieso nicht? Es könnte sogar sein, dass wir bald das hier zu dritt spielen, wenn mein Kumpel das mag, der gerade zuguckt. Ah, dann. Aber das letzte, weil Gerät. Vielleicht, die Videos kann man auch noch abspielen. Perfekt, Alter. Perfekt, wenn man sogar noch die Videos abspeichern kann. Und jetzt schaue ich mal in den Store kurz rein. Mich würde das jetzt wirklich so interessieren. Der ist geil. Der ist echt geil. Also, ich hab direkt Bock, Geld auszugeben. Der Menschenjäger schaut sehr, sehr, sehr sexy aus. Muss mal oben achten, da wo das die ganze Zeit tauscht. Haben wir als Vorbesteller Boni gar nicht Punkte gekriegt gehabt? Mhm, leider nicht. Na? Gehe. Mhm. Finde ich auch schade. Was hältst du von Viehtreiber? Ich weiß es nicht. Der Viehtreiber. Der geht mir zu stark in Borderlands. Stimmt. Mir gefällt da auch irgendwas nicht. Der passt nicht. Ich finde, da schauen wieder die anderen schon ein bisschen so ein Mischmasch aus realistisch und Fortnite-mäßig aus. Und der schaut mir wieder zu sehr Borderlands-artig aus. Ich weiß nicht. Was meinst du? Weil ich finde, Dynamo schaut voll Fortnite-mäßig aus, also fast wie Dynamo. Kopiert. Der Dynamo. Also wirklich fast wie kopiert quasi, fast 1 zu 1. Ich glaube, es gibt sogar einen ähnlichen Skin. Aber jetzt würd mich das aber auch mal interessieren. Okay, du hast so quasi diesen angeblichen Bonus. Das ist immer wieder so ein bisschen so richtig schön verlockend. 20 Euro. Wenn ich jetzt an 20er Hieb blätter, nur damit ich 2400 Punkte kriege. Hobby im Endeffekt. Kommt drauf an natürlich, was ich möchte, aber wenn es gut kommt, habe ich vielleicht gerade mal 2 Kostüme. Mhm. Also ich würde direkt 50 ausgeben. Also mit einem Skin. Also das finde ich immer wieder... Geldschluckerei. Ich sag's jetzt mal so, ich sehe wenigstens schon mal auf Anhieb, passt. Ich würde mir gleich einmal so einen 10er kaufen, ich hätte Menschenjäger gleich mal gekauft. Und wenn es vielleicht sich sogar noch irgendwie ausgeht, vielleicht sogar noch einen Waffenskin. Menschenjäger also, hättest du dir gar nicht leisten können, sondern nur diese Actionfigur. Man kriegt nur 500. Naja, aber wenn ich einen 10er ausgib, habe ich über die... Ich habe 5er gesehen, sorry. Da könnte ich mir wenigstens eins kaufen und vielleicht noch einen Skin. Aber im Endeffekt schwierig. Es ist halt auch immer wieder du könntest die Frage, den Menschenjäger kaufen. Ja. Du könntest den Menschenjäger kaufen und Riss. Das ist die, wo kein Name steht, 400. Also ich würde direkt 50 Euro ausgeben, damit sich das auch richtig lohnt. Er wirkt noch sogar, ich finde der Shop-Menü ist noch ein bisschen zu klein, meiner Meinung nach. Ja, das stimmt. Ich hätte gerne ein bisschen mehr so diese Qual der Wahl, weißt du, wo ich so sage, so... Ja, wie bei Fortnite. Da hätte ich dann doch gern lieber doch einen 50er genommen, statt einen 20er. Oder so ist es. Wenn ich mir das anschaue, wieder wie bei Valhalla, da hat mich eigentlich fast alles nur aufgeregt gehabt, der Shop. Und da denke ich mir... Ja, bist du voll ausgerastet. Und wenn da nur ein bisschen mehr dazugekommen wäre, Bombe. Wäre schon definitiv in Ordnung gewesen. Dementsprechend hätte ich aber gesagt gehabt, ich starte einfach mal. New York City, oder? Mhm, wir können nichts anderes. Mhm. Ich glaube, entweder schnelle Spiele, also da machen wir jetzt einmal auf ganz normal, hätte ich gesagt gehabt. Einmal auf das allererste. Ich frage mich nur, Studien sind diese täglichen oder zusätzlichen Herausforderungen, was es auch noch gibt. Wo Studien? Wenn du gleich direkt reingehst in Spielen. Ich hab da noch nie drauf gedrückt. Es sind nur diese Herausforderungen. Das sind die Herausforderungen. Da steht gar nicht dazu, irgendwie so eine Art Ablaufdatum oder sonst was, was? Das ist egal, das ist dauerhaft. Na dann! Man muss sie auf 100% kriegen. Wenn sie auf 100% kriegen, dann kriegst du manchmal Sachen oder eine Menge EP. Und dann kannst du dir halt Meilensteine halt fertig machen. Und dann kriegst du da auch nochmal Sachen. Weißt du, was ich gerade kurz die Befürchtung habe, es kann in eine richtige, richtig geile Richtung gehen. Wir haben ein Stufensystem. Entweder du hast es jetzt so richtig beschissen wie in Far Cry 6,
Da bin ich, ja, da bin ich ganz scheiße. Ehrlich. Weil mhm. Ich bin noch immer gemischte Gefühle. Ich gehe in dieses Spiel, in Far Cry 6, noch immer so dermaßen gemischt rein. Ich will's mögen, weil ich Far Cry 3 und Far Cry 6 so geil mochte. Also 5. Servus Christi, alles klar, alles belebt, wie geht's denn so? Mochte ich so extrem gern, da habe ich mir gedacht gehabt, so, ich will's mögen, weißt du, was ich meine? Ich will's ja. mögen. Ich will's ehrlich gesagt mögen. Und ich habe halt einfach die Befürchtung, dass es vielleicht in die Richtung gehen könnte, dass die Balance ein bisschen meier ist. Stimmt, ja, ich weiß, was du meinst. Wir könnten sogar auch Fuckboy 6 zu zweit spielen. Das ist vielleicht auch nicht mal so verkehrt. Definitiv. Ich müsste es aber wieder neu runterladen. Lass mal das nochmal kurz ein bisschen im Hintergrund versinken. Aber, was ich vielleicht sogar die Befürchtung hätte, vielleicht sogar, und es könnte vielleicht sogar nach der Zeit vielleicht sogar, ich weiß nicht, vielleicht eine fade Partie werden, kommt drauf an, wie viele Maps es gibt, weil ich glaube, es gibt sich, ich hoffe, es gibt genug, sagen wir es mal so, ich hoffe, es gibt genug und würde sogar in dem Fall sogar gehen, dass du vielleicht, sagen wir jetzt, die 1er Stufe öfters immer wieder und wieder wiederholen müsste. Mhm. Nur damit ich dann irgendwann einmal genau das oder das kriege. Aber ich hätte mal gesagt, lass mich sich überraschen. Ich will da jetzt nicht zu dermaßen extrem vorurteilsmäßig reingehen. Ich will jetzt einfach mal meinen Spaß haben. Ich hoffe, das habe ich jetzt okay. nicht irgendwie ruiniert oder sonst was. Aber ich bin in letzter Zeit ein bisschen sehr kritisch bei den Spielen. Ihr wastet. Hab ich auch gemerkt. Du guckst dir die genauer an als sonst. Ich weiß. Normalerweise. Oder vielleicht. Will ich es auch gar nicht wirklich so eher sagen, sondern eher meinen Spaß rüberbringen im Spiel. Aber ich finde halt einfach, seit in den letzten Jahren hat sich das alles schon so dermaßen so komisch entwickelt, die Spiele, wo ich da wirklich sage, so, erst, ich liebe diese Spiele und kann aber quasi dann viel zu viel sogar teilweise drüber meckern. Und weil man halt immer wieder nur dieselben gefühlt spielt. Würde ich jetzt mal sagen. Beziehungsweise immer quasi entweder neu aufgesetzt oder auf irgendeine Art und Weise anders. Ja. Neu. So eine Sache neu gemacht direkt. Weil ich dann einen anderen Skin habe. Ach du mit der Vektor, Alter. Wah, ich hasse dich, Alter. Gescheißen. Schwierig. Bin ich habe noch die Qual der Wahl. Ich brauche ein bisschen, sorry. Ja, ich bin ganz kurz weg. Ich habe ein bisschen durchgeschaut gehabt, aber ich muss mich gerade mal noch ein bisschen durchstöbern. Stört gegen macht ihn für kurze Zeit. Okay. Ich will gleich mal Ehren probieren. Hat mich schon begeistert, der Havra. Würden zwar nicht lutschen, aber hat mich schon begeistert, der Havra. Ja, passt! Wie gesagt, nochmal Servus Christi und fühle ich dementsprechend begrüßt. Also hast du einen Schalldämpfer oben oder nicht? Nee, habe ich nicht. Ich habe schon alles umgerüstet von Waffen. Okay. Ich habe sogar schon 5 Trophäen. Ich überlege sogar, dass ich bei beiden Waffen, auch bei der Pistole. Achso, passt. Dass ich bei beiden einen Schalldämpfer drauf habe. Wenn möglich. Also geht gar nicht. Okay, passt, interessiert mich schon immer. Wenn ich nicht auf beiden Waffen oder wenigstens auf so einer normalen Pistole oder sonst was da irgendwie Schalldämpfer draufhauen kann, dann interessiert es mich schon immer. Dann hat meine Hauptwaffe einen Schalldämpfer, das reicht schon. Weil gerade so für bestimmte Viecher oder sonst was, dass man die ausschaltet, finde ich schon mal nicht schlecht. Es ist eigentlich gar nicht so wichtig, der Schalldämpfer. Deswegen habe ich auch dieses andere. Mhm. Weil, es macht halt weniger Schaden, das ist halt schon mal schlecht. Ja, das und ist mir eh klar gewesen, aber es hätte ja sein können, dass man gerade so am Anfang vielleicht ein bisschen. Bei manchen kann man das gebrauchen. Spielen müsste. Nein, ich find's mein Charakter. Der war kostenlos. Ah, ganz feiner Mein Skin-Paket. Soll ich wieder drauf drücken, damit wir fertig sind? Oder nicht? Ich lass dich mal vor. Ladies also, first. Buben zuerst, weil Mädchen stinken. Also es erinnert mich so dermaßen stark an Rainbow. Also du merkst es schon mal allein. Ja. Aber ich mag das irgendwie, dass es. Das ist halt einfach gefühlt die bessere Version davon. Meiner Meinung nach.
Also hast du doch gemerkt gehabt, da gibt es schon mal so eine Alarmglocke. Erdbeben? Na, da war einfach mal so eine Alarmglocke. Ist jemand hingefallen? Ich gehe lieber vielleicht lieber nicht ein bisschen noch näher hin, sonst bin ich gefickt. Da guck mal. Einfach drauf schießen. Das sehe ich ja, Alter. Das sehe ich ja so ein Nester, Alter. Dafür habe ich ja meinen Schalldämpfer, oder? Damit ich hier drauf schieße. Ich habe einen Revolver. Oh, da ist ein Gegner. Warte. Ich lass dich mal machen. Ja, lass mich mal. Kann man vielleicht auch irgendwie so markieren oder sonst? Das wäre richtig nice. Ja, Pfeiltaste nach oben. Okay, passt. Perfekt. Jetzt habe ich... Warte. Geh zu mir, mich würde das jetzt voller Wäsche interessieren. Bei dir. Und jetzt geh ein Stück weiter näher. Und ich habe diese scheiß verfickte Glocke. Was ist das? Weißt du das zufällig? Das Zeichen? Ich glaube, das sind Gegner, die dich gehört haben. Ah. Ja, das sind Gegner. Mhm. Schmeckt nicht, die haben schon mal gesehen, die sind scheiße. Deppert, Alter, du, die scheiß Wand geht da kein Miet, oder? Ist das deppert, oder was? Das sind Selbstmordattentäter. Hallo, Leute. Scheiß verficktes Alien, oder? Hab an. Ich will gleich mal die Technologie von einer verwenden, oder? Techno. Oder? Ja, das ist eine Figur. Okay, passt. Ich habe mir schon gedacht, oder welcher Hurensohn ist das jetzt schon wieder? Also ich habe selber auch noch nicht richtig rausgefunden, was die Glocke ist. So Teambeschuss oder so? Also depperte Frage, aber geht. Sollen wir ausprobieren? Einmal. Ja, schieß einmal. Okay, passt. Ja, es ist wirklich wichtig, weil bei Rainbow war's. Oh, das war Chaos, Alter. Ich bin so oft von irgendeinem Hurensohn abgeschossen ich worden, irgendwie jetzt töten. Das ist nicht normal gewesen. Das ist wirklich nicht normal gewesen. Diese scheiß Alarmglocke, oder geht mir so am Arsch? Meine Freunde haben das immer extra gemacht. Die sind extra mal in die Schüsse reingelaufen. Ich habe jedes Mal das Gefühl, dass irgendwas in der Nähe ist. Schaff uns mehr Infos. Okay, dadurch, dass wir keine Zeit mehr haben, oder relativ wenig Zeit, sollte man sich dementsprechend beeilen. Wir haben noch 12 Minuten, das ist viel. Nein, das andere. Übrigens, du kannst alles Takedown machen, also Nahkampfkill machen. Mhm, passt, kurz wissen. Was müssen wir denn machen? Junge, Mädchen Mutter ist jetzt schon wieder hingefallen. Gepasst, also ich hab's doch richtig gemacht. Ich hab mir schon gedacht, ob ich so hingehen. Warte, wir müssen gleich zum nächsten Computer. Okay. Geht gleich hier, oder? Super. Och, das Erdbeben nervt. Lauf, Abra, lauf. Ist wieder irgendeine Mutter hingefallen. Erst drauf. Das sind überall scheiß Wichser. Warte, ich muss. Oh, Alter, super, das kann jetzt lustig werden. Nein, ich glaube, ich komme nicht mehr dazu. Bitte für Geräusch gewesen, Alter. Bist du deppert, Alter? Wie? Ich hab da Kotze, Alter, draufgestiegen, oder? So hat sich das auch gehört. Gefällt das nicht? Nicht schlecht. Ich hab meine Waffe auf Einzelschuss. Und guck mal, weißt du, was geil ist? Aha. Barrikade. Guck mal, das hier, was jetzt auf dem Boden ist, ne? Schwarze Zeug. Schieß mal drauf. Genau hinter der Wand ist einer. Schon Wort aber gerade da, schau. Geil, Alter, geil. Wo? Da war einer. Den habe ich gesehen gehabt durch die Wand. Wollte schon Glory Hole machen. Nein, stopp! Wo? Warte, du musst mal weitergehen. Würde mich jetzt voller Wäsche interessieren, ob das jetzt. Wir haben schon verkackt. Ich hab's ausgezahlt. Ich muss sicher schon mal auszahlen, hoffe ich mal zumindest. Boah, Heise, Digga. Ah, wir sollen zum nächsten. Junge. Achtung, oh Gott, dir. Jesus. Dir. Jesus. Ja, noch mehr. Direkt Großfamilie. Weil Munition wird knapp, du hast nicht unendlich. Hinter dir. Ja. Ich muss selber kurz aufpassen, dass ich nicht gleich selber handtrat werde. Von irgendeinem ausgeputzten Vieh. Weil viel Leben habe ich nicht mehr. Ich verhalte mich, Alter, wie die größte Pussy, Alter. Ich warte die ganze Zeit so, nein, doch nicht hingehen.
Wenigstens ein bisschen Heilung oder sonst was. Da bist du. Was ist das eigentlich, das Lichtgitter? Würde mir jetzt wieder interessieren. Komm, wir gehen. Damit ich das wieder aktiviere wahrscheinlich. Das ist sicher wieder so ein Scheiß, dass man sie aktiviert. Würde mich jetzt aber auch dementsprechend interessieren, ob das vielleicht sogar die. Du kannst Map sogar Leute durch Gegner durch die Wände sehen. Mich würde das sogar eigentlich interessieren, ob ich vielleicht sogar. Ob das sogar die Map ist vom Dings. Vom Spiel her. Weiß ich nicht. Ich spiele das nicht mehr, deswegen. Lass eben zum Raum da gehen. Ja, ja. Ich folge mal dir. Ich bin mal kurz Assistent. So. Beziehungsweise ich glaube oben ist ein Fähigkeit. Stock höher. Könnte es vielleicht sogar irgendwas geben. Hier unten ist eine Fähigkeit, die du kriegen kannst. Müssen wir ganz kurz schauen. Ah, das nee, ist Munition. Ja, unten. Die nehme ich auch. Bei mir ist mal Munition. Komm mal mit hier. Wart. Geh mal auf die Seite da. Ich hab dir jetzt nicht getroffen. No, no. Hat gerade so angehört wie Dünnschiss. Oh yes. Wart. Da kommt schon mal irgend so ein kleiner Bastard daher. Bin runtergefallen. Sehr gut, dass ich kein Tutorial gespielt habe, oder? Das ist bei mir. Oh, das ist aber geil. Also. Ich könnte mir relativ wirklich, wirklich sehr gut forschen, dass es halt so eine eigentliche Haupt-App sogar ist. Ja. Kommst du? Ja, ich bin so spazieren, was der, oder? Ich geh Gassi mit mir selber. So wie immer. Ja, so wie immer. Guck dir das hier mal an. Ich muss hier irgendwie Viereck drücken. Warte, gehen wir wieder auf Zeiten. Weil bei mir steht jetzt mal X für Springen. Na? Wie ist eine Fähigkeit für dich? Ah, Fähigkeit habe ich mir schon genommen, die Munition kannst du nehmen. Ah, perfekt. Habe ich schon. Fähigkeit habe ich auch schon. Keine Heilung. Aber da gibt's gar nichts zum Heilen oder sonst was da drin. Sonst ist immer was zum Heilen da. Ich bin bereit. Das ist Schmutz, aber wurscht. Machen wir schon. Wenn ich sag, dann, das machen wir schon, dann machen wir das schon. Also doch nicht. Ne, jetzt bin ich aber gespannt. Dann machen wir das mit Hupferer. Aber mal standardgemäß, dass wir da vielleicht einmal um die Ecken schauen können oder wenn es mal ein höherer Schwierigkeitsgrad ist. Das ist schon mal nicht schlecht, wenn wir mit dem Scheißdreck da ein bisschen herumfahren können. Das ist ja mal nicht wie du und so, oder wie wäre das jetzt auf Hardcore oder sonst was, oder? Das ist so gut, funktioniert's auch wieder nicht, gell? Bossrunde in Ghost of Tsushima. Aber sowas von Büste. Ja, da kann ich mir vorstellen, weißt du, was ich meine? Dass das aktiviert wird. Warte, ich tue noch ganz kurz gleich mal die Mine ansetzen, das würde mich wirklich jetzt interessieren. Oh, ist aber geil. Ui, Memo. Ist schon mal, aber ich sehe nichts. Ich sehe nicht, dass da jetzt aktuell irgendwo ein Gegner ist. Hebst du deine Drohne auf? Nein, ich habe noch eine. Was ist das andere Ding oder was? Nein, scheiß drauf. Ja. Ah, warte, da haben wir einen. Ich hab meine Fähigkeit angemacht. Siehst du den roten? Ja. Ja, siehst du den jetzt endlich? Das gibt's doch nicht, Alter. Achso, warte. Du siehst den, ne? Nein, ich seh ihn nicht. Mit Stress? Ich seh den Wappler nicht. Bruder, wo du stehst oder was? Schreibst du ins Headset dran, siehst du ihn? Gerade so bei dir aktuell in der Schule, gibt's denn nicht, gibt's sicher irgendwelche so Juxeln oder so, die reden genauso. Ja. Bruder, was du stehst oder was? Verstehst du, Bruder? Na, ich hab schon Stress genug. Entschuldige dich. So muss dann kommen, so, na, ich hab schon Stress genug. Brauch nicht noch mehr. Was glauben die als Antwort, oder? Na, ich hab schon Stress, danke. Oder, nee, ein andermal einfach Digga. Gucken. Ein andermal, Digga. Ich würde jetzt aber gern, also wirklich jetzt mal so ein bisschen die Wege durchkosten. Nicht, dass wir dann wieder 100.000 Gegner wieder auf dem Weg haben. Jetzt weißt du, was ich meine. Die würde ich gar nicht so oft zerstören. Die musst du nämlich manchmal auch, musst du irgendein Teil reinmachen. Die gehören zur Mission. Ja. Hier am besten nicht drücken. Kennst du es ja schon? Ja, das kenne ich schon. Da haben wir einen Elite-Haverer.
bei Tekton erledigt. Er ist damit in Elite, gell? Den. Hoppa! Aufpassen, da ist aufpassen, er. Aufpassen. Den dürfen wir nicht töten. Wir müssen eine. Okay. Ja, ich bin da gerade beschäftigt. Wir müssen eine Probe von ihm nehmen. Anderen Kugel da haben. Ja, der verfolgt mich eh schon. Wohin? Mit dem Haar. Ah, geil. Komm, wir gehen mal spazieren. Ja, geh mal Gassi, komm her, Bulle, komm. Ich nehm dich sogar an die Hand. Na komm, mein Hübscher. Ich mach, warte mal, ich hab ne Idee. Du bist zwar der größte Hurensohn ever, aber ich nehm dich gern mit. Hab ihn. Ui, Mamo. Was hast du jetzt gemacht? Ich hab ihn Takedown gemacht. Achso, man hätte warte. Einfach Takedown machen müssen, oder was? Ja. Warte mal ganz kurz. Du kannst nur Takedown-mäßig kaputt machen, oder wie? Oh, machen wir sie ja super, oder was? Das wäre so wieder so ein gut super. Ach komm, wie viele denn noch von den Drecksdingern? Ich komm schon. Ich geh mich da gerade ein bisschen umschauen, sorry. Bei mir 50 Gegner. Super, also so ein gemütliches Super, was der, oder kennst du es eh, wenn du einen Hunger hast? Ja. Einen guten Toast und alles. Köstlich schmeckt, was man kennt. Stepper, ah, das ist wach. Das ist alles auch quickst, Alter, von Venom. Fühl ich nicht. Venom hatte Spaß. Kennst du noch den Typen früher in der Kinderschau, der immer Spinat gegessen hat, mit dem breiten Arm? Popeye. Der hat in Wirklichkeit keinen Spinat gegessen. Hulk. Hulk? Hulk schreibt. Du musst falsch denken. Verstehst du ihn nicht? Nein, ich verstehe ihn überhaupt nicht. Der war bei Hulk oft, um Steroide zu kriegen. Damit er diese Arme kriegt. Okay. War ein bisschen noch. Der war noch quasi noch so auf der Aufwärmphase oder was? Mhm. Die etwas andere Aufwärmphase. Du kennst ja diese Memes mit Monte, ne? Wo die auf dem Schulklo das dann ist, ne? Ja, natürlich. Rat mal, was auf meinem Schulklo war. Oh, ey. Aber das war schon komplett angepisst in so einer Ecke drin. Da war richtig ekelhaft. Du wirst gar nicht wissen, wie das bei uns ausschaut, die Häusl. Oh, ein Elite-Typ. Okay. What? Müssen wir auf den Platz oder ist es wurscht mit dem Takedown? Müssen wir. Müssen wir zum Platz hingehen? Daten sammeln. Ja, das, okay. Das muss jetzt aber nicht sein, was mit mir passiert. Okay. Muss nicht sein. Fühl ich nicht. Fühl ich gar nicht. Ja, ich würde gerne mal zu dir hier kommen. Du kannst mich nicht mehr heilen. What? Er kommt eh schon. Komm, Havara. Ist eine gute komm, Runde. Na komm, Bulle. Kommen Sie. Hier, bisschen fleischig. Ich würde abhauen. Kurz, frisch, fleischig. Komm her. Na komm, du bist aber eine brave Elite. Der bringt mir so. Der bringt mir selber um, der Havara. Hä? Wenn du dich siehst, kannst du keinen Takedown mehr machen. Hä? Du kannst es nur im Geheimen machen. Im Geheimen? Ja. Wie soll ich das im Geheimen machen? Oder soll ich im ersten Wissen, ja, damit er schöpft ist, oder was? Klar. Das kannst du doch gut. Das kann ich zwar nur bestätigen, aber kommen wir bitte wieder ins Wesentliche. Wurscht. Machen wir aufs Neue, hätte ich gesagt. Komm, scheiß drauf. Ich will mal ganz kurz testen, ob man mich mal im Stream hört. Ja, passt, kein Problem. Mach mich eben stumm dafür. Ja.